So, willkommen zurück, Leute. Wir sind da, nachdem die Marktplätze neu gestartet wurde und ich versuche jetzt mal die anderen wiederzufinden. Und zwar den guten Bruce und so weiter. Und mal gucken wir mal, was hier so passiert heute. Viel Spaß. Morphin behalte ich. Oh, guck mal, was ist denn hier los? Bist du? Test. Was ist denn hier passiert? Diese Seite steht was. Mach mich hier leuchten hier. Aber ein Großgerät vorhanden. Da ist ein Gebäude dafür. Guten Tag. Achtung. 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 Jetzt bin ich auf der falschen Seite der Absperrung. Ja gut, Passanten sind egal. Aber schwarzer Mann? Ja, bitte. Oh, ah, hallo, oder? Ich kenne dich doch. Ja. Ich finde die um 16 Uhr. Wo ist gelb? Weiß ich nicht, suche ich noch. Der macht doch eine Raucherpause, oder? Der braucht doch noch ein Weilchen. Bist du Tina? Ja, ich habe meine Sachen verloren, weil mir jemand ins Bein schießen musste. Wie siehst du denn aus? Du, ich und die Welt nicht gespeichert hat. Alles blöd. Ich wusste immer, dass du hast einen Stängel. Jetzt? Ich wusste, dass du gar nicht stark bist. Entschuldigen Sie bitte? Ja? Ist das hier eine öffentliche Verhandlung heute? Ja. Können wir daran teilnehmen? Lukas? Ja. Gibt es ein Schöffengericht oder? Parkplatz so weit aufbauen, dass dann gleich Fahrzeuge dort parken können, ja? Kann ich wissen, warum das ist? Was ist passiert hier? Ja. Noch nichts. Hier passiert gleich Gerichtsverhandlung. Ja, was die haben hier gemacht? Das müssen wir Anklage aushören. Okay, ey, hallo, Helikoptermann. Was geht ab? Mal hinterher. Eine Anklage. Man hört sie nicht. Gerber Teppich. Der Teppich, sie sind. Hat jemand gemacht? Warte mal, Helikopter? Hallo. Hat jemand gemacht? Man jetzt Helikopter? Ja. Wir werden jetzt an der Gerichtsverhandlung teilnehmen, okay? Genau. Okay, wunderbar. Tina, zieh dich doch mal um. Ja, ich brauche Geld. Soll ich mich umziehen? Ja, plus gib mal deine Sachen. Warum? Bin ich eine vermummte Wunderschöne Frau. Tina, ich hab dir mal 15 gegeben, mehr hab ich leider nicht mehr auf der Hand. Danke schön. Eine kurze Frage. Ja, bitte. Ich komm gleich wieder. Wann geht's denn hier ungefähr los? Nur, dass wir das nicht verpassen. Termin festgelegt, 16.15 Uhr scheint aber noch ein bisschen zu dauern. Okay, alles klar. Dann werden wir uns nochmal Popcorn besorgen für die Verhandlung, okay? Machen Sie aber machen Sie nicht dreckig. Wo ist der Staatsanwalt? Kommt mit mir, kommt. Ja. Hier. Wie du hier? Nee, noch. Tina! Wo ist der denn? Tina! Hä? Ich hab dir jetzt die Klamotten hingelegt, also nehmen sie auch. Wir brauchen im Übrigen, wir brauchen wieder eine neue Funkfrequenz, Mädels. Ja, müssen wir gleich ausmachen. Ah, guck mal, bist du noch nicht Blacky? Nee. Ah. Schade. Kommen? Ah, hier, der Bentley. Auf zum Bankomaten und zum Kleiderladen. Moment, hallo! Was macht der Rote jetzt hier drin? Hat nichts rot. Du bist rot. Sag einfach. Da sind LACs gestorben, was zur Hölle? Ich bin im Auto. Da, vor uns links. Rip! Ja. Oh Gott, schon wieder so ein Haufen Müll hier. Kann ich mal was zum Bankomaten und zum Klamottenladen, bitte. Ich muss die Bruce-Ausstattung wiederholen. Haben wir jetzt erstmal eine Lasagne in den Ofen gemacht? Mach dich normale Kleidung. Oh. Ja, ich hol mir jetzt die Bruce-Ausstattung. Ja, ich werde mich jetzt auch mal umziehen. Jetzt reicht's mir langsam hier. Ja, Tina kann nicht die einzige von Mute sein, wenn sie möchte. Vielleicht. So, hier. Offen. Wie viel brauche ich denn? Wo ist denn der Klamottenladen nochmal? Ah, da drüben, ne? Ja, mir hinterher. Wir müssen noch eine Funkfrequenz machen, wie gesagt. Ich wäre ausschweifsicht. Oh, das ist aber auch schick hier, das nehme ich, Mann. Das ist ein schöner Anzug. Die Tür fest. So. Ich brauche noch irgendeine radikale Klamotte hier. Kann ich meine ID-Card zeigen, ey. Ach komm schon, laden. Bruce is back in action. Und ich habe ein Funkgerät. Am Räume. Also hier, an den Ohren.
Nimm den Zylinder, Alter, das sah gerade mega geil aus. Welchen Zylinder? Den? Ja, nimm den, Alter, das ist der Hammer. Alles klar, bin ready. Die Jogginghose. Bin bereit. Der Schnurrbart. Das sieht mega geil aus, Alter. Das ist so ein kleiner Schnauzer, Mann. Guten Tag. Ich komme aus Neuengland. Hallo. Komm, gute Morgen. Ja. Ah ja, können wir die Funkquetsche noch machen, bevor wir abhauen? Funkscheiße. Ja. Machen. 67.8. 67.8, okay. Check. Funkcheck. Check. Herzlich war zu bitte Bug fährt. Muss mal tanken oder was? Das sieht so geil aus mit dem Monokel, Mann. Wir müssen dann übrigens wieder zum Rebellenhändler. Ich muss mir die Knarre wieder kaufen. Munition habe ich noch. Der sagt, er soll meine Munition geben. Ich gebe dem, glaube ich, 3 Magazine von 7 oder wie viel hatte ich? Also habe ich jetzt noch 4 Magazine. Denkt bitte dran, dass wir in eine Gerichtsverhandlung gehen. Wir kaufen jetzt keine Waffen. Ja, nachher. Ja, was soll ich mit meinen Waffen jetzt machen? Ja, die ist ins Auto. Ja, legt alle in ein Auto. Ich habe, glaube ich, noch Magazine dabei. Auf zum Minimarkt. Essen und trinken, ja, habt ihr recht. Ja, doch, oh, warte mal, hab ich sogar noch. Aber das kaufst du nicht beim Minimarkt. Die Magazine kannst du behalten, das ist ja egal. Oder? Ja, behalte einfach. Nur die Waffe hingeben. Da hinten ist der Dingsbus gefahren, der Gefängnisbus. Wir müssen uns beeilen. Komm, oder? Ja, ich muss danken. Ja, aber doch nicht so, wir waren doch nur zum Gericht. Ja, eben. Bis das beginnt, dauert eh noch ein bisschen. Ja, gehen wir noch schnell zum Minimarkt. Was will denn Tina beim Minimarkt? Hast du wieder deine Periode oder was? Ja. Oh, Vorsicht! Oh, shit, Alter. Du bist so ein Gericht vorbeigefahren, nochmal so nebenbei. Ja, der war noch Minimarkt. Wow, Alter. Oh, no, Alter. No! Ich glaube, wir gehen zu Fuß. Vorsicht, Bruce! Ja, Alter, bist du da? Ja, Vorsicht. Ich hab leider das noch. Mann, ey. Habt ihr eure Waffen reingegeben, alles? Ja. Yo, ich hab gar keine mehr. Okay. Die wurde dir ja geklaut. Ja, geht hier, ich komm gleich nach. Roger, in der Ober. Habe verstanden, Ende. Jetzt geh doch weg hier. Also, Sie können ja kurz sich was aufschauen. Scheiße, halt. Hängt ein bisschen. Alle sagen meinen Namen. Ich will auch nicht. Alter. Jules, Jan. Hier, pass mal hin. Das ist eine Absperrung hier. Guck mal, da schreit einer Julia, das kann man einer Israel, das schreit einer Curtis. Hansen, kleinen Moment. Ich bin nicht der Angeklagte, Leute. Einer. Hauser, bitte komm. Wir wollen nur zugucken. Danke. Komm mal her kurz. Check. Ich glaube, die Typen in Schwarz da hinten, die schwarz gekleideten, das sind doch die, die uns überfallen haben. Stimmt. Das ist die Bande von Sarah Schmidt und Curtis und allem. Ja, ich meine, das RP ist ja noch nicht vorbei. Sollen zwei Schiffe in die Richtung gehen? Hm? Oder soll ich? Wer wird das denn? Ja, einmal auf dem Mirage-Parkplatz. Kontakt. Noch, aber ich kann noch keine Rundfunk machen, das kann man erst ab Oberarzt. Ne, ist okay. Wer ist jetzt eigentlich Hause? Das ist der Typ mit dem Zylinder und dem Monokel. Monokel. Ja. Warte, Teppich. Das ist mein Freund, der Teppich. Genau, das ist Hause. Kontakt. Profis? Ja, ich brauche eine. Wir wollen in Gefängnis. Du nicht. Sich jetzt was haben sie denn für so Gerichtsdinger, ne? So mit Angeklagten und so. Und da sind wir. Also jetzt hier was für dich zu tun. Und den F1. Okay. Ich stell mich mal in die Linie, okay? Hansen? Ah, danke. Ja? Guck mal, der macht extra Platz. Um mal hier die Abspielung wegzukriegen. Ist aber nett. Ist dir jetzt irgendwo ein Angeklagter zur Hand? Nicht. Ein was? Angeklagter! Ja, der Teppich! Ich bin angeklagt oder nix? Ich hab vorhin falsch geparkt. Der Angeklagte wird auf die Seite. Bin ich angeklagt? Mit einem kleinen Fahrzeug nochmal hier? Ja.
Oh. War das nicht mitgegangen, mitgefangen? Lieber, hätten Sie mal einen Ausweis übrig. Ist nicht angeklagt. Herr Pavlovic, ist der Pavlovic? Ja, nicht angeklagt. Nicht mehr, die machen das. Das heißt, sie gehen in die Reihe. Tina, nimm mal dein Haar weg da. Kann ich GW da in der Linie? Hallo. Und ein bisschen leiser reden, bitte. Ja, bitte. Hallo, GW. Da unten nicht. Da ist er. Doch, geh weg unter dir, Tina. Ja, ich komm nicht, jetzt komm ich. Was ist denn jetzt? So, Tina. Gebt das Weed frei. Unter meinen Platz. Also, man schritt zurück. Ist James Baldwin hier. Trio sind noch ein paar Platz. Ey. Wieso komm ich denn jetzt nicht mal rein? Hier hat sich einer vorgedrängt. Können wir nach der Verhandlung in die Disco? Und so, dass du schnell losfahren könntest. Die LSI macht uns dann Platz. Ja? Könntet ihr uns da vorne vielleicht mal eine Reihe abspielen? Bitte fragen, hast du dein Auto geparkt? Ja, machen wir. Dann was? Ich Auto dort? Okay. Warte, gib die Schlüssel, warte! Die Herren bitte einmal nicht nach links oder rechts bewegen. Schlüssel wäre auch noch was. Oh, Vorsicht, hier wird jetzt eine Absperrung gemacht. Aua, so viele Namen hier, warte. Ich bin tot. So viele Namen, was, wer ist tot? Bruce Willis. Ja, ich bin verletzt worden, ey. Wer ist verletzt? Nee. Bitte. Ja, können Sie bitte in die Reihe reingehen? Ja, nee, ich muss was ins Auto legen. Ja gut, Hauptsache Sie gehen da weg. Die Waffen. Test. Nix Waffen. Ich bring Waffen mit ins Gerichtsgebäude. Ist denn der hier irgendwo? Leute, ich hab ne Sniper bekommen. Ist das so okay? Oh, sehr gut. Ah, jetzt ist es weg. Wie kommen wir denn von vorne auf einmal nach hinten? So, jetzt ist die Lüge. Das ist kein Problem, hier ist alles abgesperrt, wie Sie sehen. Und das, das ist auch groß bei Ankündigungen auf dem Forum. Oh nein. Einige schon. Hast du dein Schild noch? Ja. Der rennt einfach weg. Hallo, ihr seid hier. Hier kann einer weiter nach vorne. Tina, mach mal wieder Platz da. Ich muss mal wieder in die Reihe. Guck auf das Tor. Ich bin in die Reihe. Ja, ja, ist so schwierig. Ist sie angeklagter Zuschauer oder Anwalt? Ich bin Anwalt, aber nur Zuschauer. Alles klar, sind wir ausstellen. Was ist denn jetzt hier los mit ihm? Kannst du ihn mal aufhören, mich hier zu belästigen, bitte? Ja, was machen Sie? Was sehen Sie? Geh weg von mir! Verpissen Sie sich mal hier. Was soll das? Was sagt denn Fläße? Hallo, so in der Reihe stehen bleiben. Ja, dann sagen Sie das denn für die Schuppe in die Reihe. Schlag ihn einfach. Schlag ihn. Genau, Helikopter, Helikopter. Ja, der mit der Käppi hinten anstellen jetzt hier. Ey, das ist auch unmöglich. So, der Herr in Rot stellt sich auch ganz hinten an, sie stehen auch in zweiter Reihe. Weißt du, da putzt man sich mal raus für einen Gerichtstermin und dann sowas hier. Ist unglaublich. Nico, was labert ihr damit? Fuck the police, Wester, alles klar. Ja, die Herren werden ja gleich noch befinden, das machen sich keine Sorgen. Die Beste kommt hier nicht rein. Nö, ich pack's mal, das dauert nicht so lange. Dann fangen wir mal mit James Baldwin rein. Sollte dem anders entsprechend vielleicht. Alle wieder in jeder, der jetzt in der zweiten Reihe steht, ganz hinten anstellen. Wo sollen die. Komm mal Platz, Mann. Notfallspazier. Der mit dem Käppi wird nicht bei Ihnen stehen und Sie noch nicht in der Reihe stehen. Warum wurde jetzt gerade etwas hier mal mein Name gesagt? Also sollen die. Nico, ist alles nett, ich mach's gerne so. An, leise reden. Nein, jetzt nicht. Warte. Ist ein James Baldwin da? Ja, nein, vielleicht. Oh, warum schreien sie denn so? Hast du eins von? Nein. Okay. Okay. Ja. Hey. Einmal Ausweis. Bisschen schneller, mein Mittagessen kommt klar. Ah, Rodney. Geh doch rein. So, nochmal jetzt. Zeugen und Angeklagte gehen bitte darüber. Angeklagt sind ein James Baldwin. Bin ich angeklagt? Nein, immer noch nicht. Bin ich Zeuge? Nochmal fragen, werden Sie ausgeschlossen aus dem Gericht? Aber. Ich nix ist nein, aber, geklagt. Ende. Ist ein James Baldwin da? Ja, nein, vielleicht. Ich bin Igor. Vielleicht. Igor, nimm dich. Ja, okay. Ja, mal mit gut, dann machen wir es jetzt langsam. Einmal Personalausweis bitte. Aber das heißt, ich bin nicht geklagt und ich bin nicht. Also ich. Ja, und ich bin Kaspar Hauser. Und ich bin nicht Täter. Yippie-yay. Backenschweine. So. Kaspar Hauser hat übrigens jemanden umgelegt mit einer Diegel. Nein, nein, nein. Das war Notwehr. Das Bein hat mich schief angeguckt. Vorne auf der Treppe. Der also, ich meine, das war natürlich Bruce Willis. Sag ich mir, gibt's da drin eine Toilette? Ich muss mal. Ja, ich hoffe, da drin gibt's Popcorn dann. Einmal rein, warten Sie. Ja, rein. Haben wir hier noch einen? Oh, der Herr hier in dem blau-weiß gestreiften. Ich will da rein jetzt hier. Die Kleidung aus. Ich auch. Rein da. Ganz da. Einmal Ausweis. So, ich will da jetzt rein, ruhig. I'm okay. Kann auch rein. Das ist nicht dein Team, das ist mein Team. Das kann ich für dich schon, mein Schatz.
Tina, also. Oder denkst du bitte? Dina, ja, was ist? Was denn los? Ich bin auch Dina. Hey, lauf mal, Igor. Hey, wer bin ich? Wer bin ich? Der Typ im Polizei. Der Typ, der drängelt sich. Der schlagt mir. Der Typ mit der Kamera. Ausweis. Ey, gerne. Piss dich mal. Alter, ohne Scheiß. Genau rein. Dankeschön. Mir eintreten. Ja, Polizei. Ausweis. Ich bin nicht geklagt und ich bin nicht gezeugt. Können auch rein. Komm rein hier. Ausweis ziehen. Einmal bitte zu den anderen vortreten. Ja, gerne. So, kann Sie bitte einmal ausziehen. Einmal Ausweis. Ich bin gezeugt und nicht geklagt. Hör auf zu lachen und zeig deinen Ausweis. Kann auch rein. Was du? Naja, Excel ist irgendwo. Im Ausweis. Ich rede da wie Bruce Willis. Ich sag rein, dann kannst du rein. Ich rede nicht nur wie Bruce Willis, ich bin Bruce Willis, wo auch immer das gesagt hat. So, das, was da in ihrer Weste ist, das werden Sie bitte hier schön schlecken. Wahrscheinlich, weil wir haben nicht so groß. Alle, die hier am Gericht sind, einmal leise reden, danke. Ja, ist eindeutig so. Dem gehört das Zeug am Boden, ansonsten gefährlich vom Boden. Mir nicht. Mir nicht, also auch nicht. Hallo, 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 hallo. So, der... Herr mit dem Monokel, einmal bloß vortreten, ausziehen, dankeschön. Die Herren hier ein bisschen. Ich hab meine Magazin verloren. Ja, ich hab. Wenn Sie jemanden haben, der hier nicht rein darf wegen irgendwas, den könnten Sie dort hinten in die Zelle. Die Mütze lassen wir auf. Da sind Gegenstände. Kann ich wieder ansammeln, ja? Anziehen und vortreten. Dankeschön. Ich bin da. Guten Tag, Jan. Herr Igor, kommen Sie rein. Was will ich? Ja. Ah, durchlassen. IPA, Schweinebacke. Alter. Prominenz ist auch da. Alles klar, Igor, du musst wieder anziehen. Das, Alter. Einmal bitte vortreten. Oh, der Herr in Weiß, bitte ausziehen. Der Herr in Weiß, bitte ein bisschen mehr Respekt, Mann, der ist Celebrity. Ja. Er ist VIP. Also mal ist kurz da Nummer 1 hier. Dazu dann noch irgendwie so ein kleines Täschchen haben, weil es... Sie haben da noch ein kleines Täschchen auf dem Rücken, ne? Das bitte auch einmal hinlegen. Ach, guck mal. Hat der Bruce wieder ein kleines Täschchen dabei? Hast du kein großes Täschchen? Nee, das... Warte. Doch klar. Das kleine Täschchen liegt genau vor mir. Kleine Täschchen liegt vor mir. Oh mein Gott. Alles klar, dann können Sie aber bitte ein kleines Stückchen... Kann ich meine Klamotten übrigens wieder anziehen? Ich finde das kleine Täschchen gerade irgendwie nicht. Ja, aber wenn jetzt wegen Ihnen mein kleines Täschchen weg ist, dann werde ich umgehen. Nee, das ist das kleine Täschchen doch. Ich zieh meine Klamotten wieder an, das wird langsam hier ein bisschen unpeinlich. Ja, bei dem Körperbau, ne? Ja, nee, für die anderen wird es peinlich, nicht für mich. Oh, dann können Sie sich wieder anziehen. Wo ist mein kleines Täschchen? Das kleine Täschchen muss hier irgendwo liegen. Oh, geh mal kurz. Hol dir dein kleines Täschchen! Stell dich nicht so an! So, was ist denn jetzt hier mit euch? Was? Mausoleum oder was ist hier mit euch? Bin hier rein. Ich bin angeklagt oder Zeug. Denise, deshalb zieh ich mein Täschchen nie aus. Oh Leute, es liegt doch hier. Wo ist denn das Täschchen? Kommen Sie mal her. Das ist der schwarze hinter mir. Aua! Von hier. Ja, genau. Wer hat jetzt die Tür zugemacht? Rechts, rechts. Das ist der schwarze hier. Das sind alles die Schwarzen sind alle angeklagt. Alles klar. Ja, hat gesagt, ich bin angeklagt. Hey, wo sind meine Filmgegenstände hin, Mann? Was macht ihr denn hier? Auf so rumzuspucken. Die Schwarzen rotzen sich an. Warte mir einfach, ich filme nicht schon. Sag dir der Schwarze. Geht doch nicht, oder was? Ja. Ah, was sind wir denn hier? Warum sind sie eigentlich vor mir? Ich muss hinter den Monokel, Mann. Bruce. So, jetzt alles Schnauze halten. Mann in Weiß. Klappe halten. Die Polizisten dürfen reden und ich jetzt hier gerade. Ich hab doch nichts gesagt. Jetzt halt die Fresse dort hin. Sie wurden ja wahrscheinlich alle schon durchsucht, demnach sie dürfen rein. Leise geordnet. Der Herr mit der Käppi, dann einmal bitte zu den anderen. Guten Tag, Herr Polizist. Achso, Sie haben den Ausweis noch gar nicht. Ja, dann zeigen Sie den mal den Ausweis. Hallo, Helikopter. Zweite Reihe ist scheiße. Darf ich da rechts hin, oder? Dankeschön. Haben Sie die VIP-Karten? Ja, hier ist Bruce Willis. Ja, klar. Herzlich willkommen, Schweinebacke. Ey, Sie sind hier die Schweinebacke, nicht ich, Mann. Das macht das keinen Sinn. Also, erste Reihe ist gut hier. Warum haben wir denn... Wer ist denn der Typ da links von uns? Der gehört gar nicht zu uns. Hey, der Schwarze. Hallo, hier ist der Falsche neben uns. Der Falsche Schwarze ist neben uns. Können wir den tauschen, bitte? Nee, der einzige Schwarze ist hier. Der ist ganz hinten in der Ecke links. Sie sind doch... Warum sitzt du nicht... Na klar, wenn ich Bruce Willis. Warum sitzt du nicht hier bei uns, Igor? Roger. Ja, ich weiß nicht.
Warte, ich komme zu euch. Nee, nee, warte mal, ganz geordnet. Können wir den Schwarzen bitte austauschen? Links außen gegen hier links von uns? So, der nächste bitte. Ja, der ganz. Ganz so, gehen, gehen Sie raus hier. Nee, so, kurz raus. Ich bin immer. So Leute, wie ihr seht, ist ja totale Action im Gerichtssaal. Ich hoffe, es geht in der nächsten Folge spannend weiter und wir werden unsere Sitzproblematik hier auch geregelt bekommen. Danke fürs Reingucken. Oh, Tina ist auch da. Dann geht's weiter mit der Gerichtsverhandlung in der nächsten Folge. Danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.